Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel, das heißt 1, 2, 3, Unendlichkeit. 1, 2, 3, Unendlichkeit, und da geht es um den Begriff der Zahl. Und der erste Abschnitt, der heißt Kants Beitrag zur Weltweisheit. Zu den weniger bekannten Schriften von Kant zählt sein Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, aus dem Jahr 1762. Unter der Weltweisheit verstand er vermutlich die öffentliche Meinung in den gebildeteren Schichten Europas. Auf knapp 100 Seiten bemühte sich Kant, zu erklären, dass die negativen ganzen Zahlen, also minus 1, minus 2 und so weiter, gar keine so absurden Begriffe seien, wie es scheinen mochte. Ein Zitat. Denn es sind die negativen Größen, nicht Negationen von Größen, wie die Ähnlichkeit des Ausdrucks hat vermuten lassen, sondern etwas an sich selbst wahrhaftig Positives, nur was dem anderen entgegengesetzt ist. Doch freilich, so führt Kant weiter aus, sei diese Entgegensetzung keine logische, sondern eine reale. Wieder Zitat, eine Größe ist in Ansehung einer anderen negativ, insofern sie mit ihr nicht anders als die Entgegengesetzung zusammen kann genommen werden, nämlich so, dass eine in der anderen, so viel ihr gleich ist, aufhebt. Dann kommen Beispiele, die das halbwegs klar machen. Also ein Schiff fährt von Portugal nach Brasilien, an einem Tag kommt es 12 Meilen weiter, dann verliert es 3 Meilen durch den Gegenwind, es kommen also minus 3 Meilen zur Fahrstrecke dazu und so weiter. Ebenso ist es im Handel, man könne Schulden als negative Kapitalien bezeichnen. Übrigens hatten bereits die Inder, die als erste mit negativen Zahlen rechneten, diese mit ihrem Wort für Schulden bezeichnet. Also soweit geht's ganz gut, aber dann schlägt doch der deutsche Philosoph in Kant durch. Zitat, die Verneinung, insofern sie die Folge einer realen Entgegensetzung ist, will ich Beraubung, Privatio, nennen. Eine jede Verneinung aber, insofern sie nicht aus dieser Art von Repugnanz entspringt, soll hier ein Mangel, Defectus, Absentia heißen. Und dann geht's richtig los. Also für uns ist es schwer vorstellbar, wieso sich Kant da so abrackern musste. In den ersten paar Wochen des Mathematikstudiums werden ganze rationale, reelle und komplexe Zahlen eingeführt. Ist ja nur Wiederholung des Schulstoffes. Und ihre Einführung scheint so zwingend und unausweichlich, dass man die jahrtausendelangen Anstrengungen und Zweifel kaum mehr nachvollziehen kann. Es scheint so einfach. Da es keine natürliche Zahl x gibt, welche die Gleichung 5 plus x gleich 3 lösen könnte, führen wir die ganze Zahl minus 3 ein. Da es keine ganze Zahl x gibt, welche die Gleichung 5 mal x gleich 3 lösen könnte, führen wir die rationale Zahl 3 Fünftel ein. Da es keine rationale Zahl x gibt, welche die Gleichung x Quadrat gleich 2 lösen könnte, führen wir die reelle irrationale Zahl Wurzel von 2 ein. Da es keine reelle Zahl gibt, welche die Gleichung x² gleich minus 1 löst, führen wir die komplexe Zahl i ein. Ja, und anscheinend sind wir dann wunschlos glücklich. Also so einfach ist es natürlich nicht. Das Wünschen allein reicht nicht hin. Sonst könnten wir uns auch eine Zahl x wünschen, so dass 1 hoch x gleich 2 ist, oder ein Zahlenpaar xy, für das sowohl x plus y gleich 1
als auch 2x plus 2y gleich 3 erfüllt ist. Also hier scheint das Wunschprinzip bislang versagt zu haben. Wie der Wiener Kreisphilosoph Friedrich Weismann in seiner schönen Einführung in mathematisches Denken geschrieben hat, man verwechsle doch nicht den Wunsch mit der Erfüllung des Wunsches. Die neuen Zahlen, also die negativen Zahlen, die irrationalen Zahlen und so weiter, die müssen irgendeine Bedeutung haben. Da hilft natürlich der Begriff der Zahlengeraden. Schon Schulkinder haben im Allgemeinen überhaupt kein Problem, minus 3 oder Wurzel von 2 auf dem Lineal zu lokalisieren. Rechenschieber haben da auch sehr geholfen. Doch geschichtlich dauerte es lange, ehe sich Mathematiker angewöhnten, das Produkt zweier Zahlen wieder auf der Zahlengeraden zu suchen und nicht etwa mit einer ganz neuen Größe, mit einer Fläche zu identifizieren. Jetzt ist eine Multiplikation nichts einfacher als eine Streckung, eventuell gefolgt von einer Spiegelung. Und zwei solcher Zahlengeraden, senkrecht aufeinander gestellt, helfen auch beim Auffinden der komplexen Zahlen. Also jener Zahlen, von denen noch Leibniz gesagt hat, ich zitiere, die imaginären Zahlen sind eine feine und wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes, beinahe ein Amphibium zwischen Sein und Nichtsein. Ende des Zitats. Mit der komplexen Ebene wird alles ganz einfach. Die Multiplikation zum Beispiel ist nichts weiter als eine Streckung, gefolgt von einer Drehung. Aber die Verdeutlichung auf Zahlengeraden oder Zahlenebene, so immens wichtig sie auch ist, kann doch diese Zahlen nicht begründen, weil die Gerade selbst ist ja auch eine Fiktion unseres Geistes. In der Mathematik ist man übereingekommen, die verschiedenen von Zahlen, von den natürlichen Zahlen ausgehend, zu konstruieren, gemäß des Wortes von Leopold Kronecker. Die natürlichen Zahlen hat uns Gott gegeben, alles andere ist Menschenwerk. Diese Konstruktionen sind allen Studierenden vertraut. So sind etwa ganze Zahlen durch Paare von natürlichen Zahlen AB erklärt. Man stellt sich unter so einem Paar AB nichts anderes vor als die Differenz von A minus B. Also jenes X, welches B plus X gleich A erfüllt. Daher werden auch die Paare AB und CD identifiziert oder besser gesagt als äquivalent angesehen, wenn A plus D gleich B plus C ist. Somit entspricht jede ganze Zahl einer Menge von Punktepaaren. Diese Punktepaare liegen in der Ebene auf Parallelen zur Diagonalen, zur Hauptdiagonalen. Ebenso definiert man Bruchzahlen, auch wieder mit Hilfe von Paaren, jetzt ganze Zahlen, AB, B verschieden von 0, und stellt sich darunter den Bruch A durch B vor. Also jenes X, das B mal X gleich A erfüllt. Daher werden Paare AB und CD identifiziert, wenn A mal D gleich B mal C ist. Jede gerade Zahl entspricht also einer Menge von Punktepaaren. Sie liegen auf den Geraden durch den Ursprung, mit Ausnahme der Horizontalen. Reelle Zahlen kann man also, kann man weiters auffassen, als Folgen von Paaren rationaler Zahlen. Jetzt sind es die rationalen Endpunkte von ineinander geschachtelten Intervallen, deren Länge gegen Null strebt. Der Durchschnitt solcher Intervalle kann eine rationale Zahl sein oder aber er kann leer sein. Und im zweiten Fall platzieren wir dorthin eine irrationale Zahl.
Ebenso lassen sich übrigens, wie Richard Dedekind gezeigt hat, die reellen Zahlen als sogenannte Schnittmengen von rationalen Zahlen konstruieren. Komplexe Zahlen schließlich sind als Paare reeller Zahlen definiert. In jedem Fall ist es mit der Definition allein nicht getan. Es müssen Rechenregeln für Addition und Multiplikation eingeführt werden. Und es muss gezeigt werden, dass sich jedes Zahlsystem widerspruchsfrei ins nächstgrößere einbetten lässt. Das ist eine sehr zeitraubende Prozedur. Natürlich wird niemand, der mit komplexen Zahlen rechnet, sich jedes Mal vor Augen führen, dass er hier mit Paaren von reellen Zahlen operiert. Also mit Paaren von Folgen von Paaren rationaler Zahlen. Also mit Paaren von Folgen von Paaren ganzer Zahlen und mithin von Paaren von Folgen von Paaren von Paaren von Paaren natürlicher Zahlen. Vielmehr gilt das, was John von Neumann gesagt hat. Junger Mann, in der Mathematik versteht man nichts, man gewöhnt sich daran. Wir haben uns daran gewöhnt, aber ein philosophischer Kopf wird trotzdem versuchen zu verstehen. Und sei es auch nur die Frage, wieso Kinder oder Weltweise mit manchen dieser Zahlen Schwierigkeiten haben, was uns aus Gewohnheit gar nicht mehr auffällt.